Hallo, ich bin Ralf Buchner und das ist der UP Walkthrough für die Juni-Ausgabe 2021. Und auf dem Titelbild diesmal Maria Harms, Physiotherapiestudentin der FH Kiel, die in einem Gespräch mit Kolleginnen, mit Studienkollegen beschrieben hat, wie sie auf Arbeitgeber kommt und was Arbeitgeber machen müssen, damit sie bei ihnen auch gerne arbeiten möchte und auch möglichst lange da bleibt. Mal abgesehen von diesem praktischen Aspekt haben wir hier als Titelthema natürlich noch das Thema Digitalisierung. Wir haben mal aufgezeichnet den Zeitstrahl, wie sich Digitalisierung entwickelt, und man kann sagen, ab Juli 2026 gibt es elektronische Verordnung. Dann kann man sagen, das ist ja echt bald. Und man kann sagen, oh, das ist noch ein langer Weg hin. Und meine Vermutung ist, dass dieser Termin auch noch mal gerissen wird. Wenn ich mir die bisherigen Umsetzungen der Telematik-Infrastruktur angucke, dann würde ich mal vermuten, dass man sich noch entspannt auf ein weiteres Jahr einstellen kann. Also wenn es 27 wird, würde mich das jetzt nicht großartig überraschen. Und wir gucken uns an, was die einzelnen Schritte sind von 2021, wo es, also in diesem Jahr, wo es um den Anspruch auf telemedizinische Versorgung für die Patienten geht, in 2022, wo dann die Rahmenverträge fertig sein müssen. Da darf man gespannt sein, ob die Verbände überhaupt genug Kapazitäten haben, diese ganzen vielen Verhandlungen parallel zu führen. Dann 2023, da geht es um digitale Gesundheitsanwendung, an der auch Heilmittelerbringer partizipieren können als Leistungserbringer in solchen digitalen Gesundheitsanwendungen. 24, 25, 26, jedes Jahr passiert irgendwas, muss irgendein Vertrag fertiggestellt werden, und das alles wird hier genau und ausführlich erklärt. Und wenn eine genaue Zusammenfassung haben möchte und das nochmal live haben möchte, wir haben einen Webcast dazu gemacht, findet man auf der UP aktuell Seite, kann man sich nochmal genauer angucken. Was haben wir noch? Wir hatten ja schon gesagt, wir wollen einen Leserbeirat für UP gründen und suchen Leute, die Lust haben, uns Feedback zu geben, damit wir das Ganze noch praktischer machen können, damit wir noch mehr auf den Punkt kommen können. Und wir haben noch einen Artikel Nachhilfe für die Preisverhandlungen der GKV und der Heilmittelverbände. Es gibt nämlich eine Honorarkommission, die für die Ärzte geguckt hat, wie man Honorare besser organisieren könnte. Und wir glauben, dass das eine ganz tolle Möglichkeit sein könnte, das auch auf die Heilmittelerbringer zu übertragen, und bedanken uns bei der Leserin, die uns das vorgeschlagen hat, darüber mal zu berichten. Das alles und noch viel mehr in der aktuellen Juni-Ausgabe 2021 von UP. Und natürlich ist in dieser Ausgabe drin, Überraschung, Überraschung, UP-Therapiemanagement für alle Abonnenten, einmal für die Logopäden, einmal für die Physiotherapeuten, einmal für die Ergotherapeuten. Und da wird dieses Mal berichtet, insbesondere über die Kommunikationspolitik der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern, die jetzt ein paar FAQs reingegeben hat. Die KV Sachsen hat jetzt auch ein FAQ zum Thema Heilmittelversorgung für ihre Ärzte angeguckt. Also wer aus diesen beiden Bundesländern kommt, sollte sich das unbedingt angucken und reinziehen. Wir haben natürlich wieder Tipps für die Ärzte, wie man vernünftige Verordnungen ausstellt, die das organisieren. Und wir beschäftigen uns wieder mit dem Thema Videotherapie ausführlich, weil es jetzt ja im § 32 SGB V aufgenommen wird und als Recht der Patienten etabliert wird. Also auch da wieder viel praktisches Therapiemanagement-Know-how für alle Therapeuten in ihren Praxen gleich weitergeben an die Kolleginnen und Kollegen. Wer noch keine UP hat, gleich Bescheid sagen. Da unten kann man eine Probeausgabe bestellen. Es lohnt sich, das zu lesen. Wer es nicht liest, der ist definitiv etwas zu uninformiert. Viel Spaß beim Lesen. Tschüss.